Haben Sie schon gesehen? Auf unserer Homepage gibt es etwas Neues. Wenn Sie auf www.smag.de nach unten scrollen, dann finden Sie unter Aktuelles unsere virtuelle Ausstellung. Klicken Sie einfach auf das Bild. Es öffnet sich dann ein neues Fenster und Sie können das Ägyptische Museum virtuell besuchen. Sie sehen, der Pfeil deutet es schon an. Klicken Sie einfach mit Ihrer Maus in dieses Bild und schieben Sie es von links nach rechts hin und her. So können Sie unser Museum betreten. Sie werden dort begrüßt von Dr. Silvia Schoske, die Ihnen etwas zur Konzeption des Museums erzählt. Wenn Sie dieses kleine Feld antippen, dann öffnet sich ein neues Fenster. Dort können Sie einen kleinen Informationstext lesen. Und wenn Sie die Lautsprecher Ihres Computers anschalten oder wenn Sie Kopfhörer haben, dann hören Sie Frau Schoske auch live und in Farbe zu Ihnen sprechen. Halten Sie die Maustaste weiter gedrückt und fahren Sie über das Bild, schieben Sie es einfach hin und her und lesen Sie die Informationen, die wir Ihnen zum Museum mitgegeben haben. Unter 360 Grad Panorama finden Sie noch etwas ganz Besonderes. Klicken Sie hier drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster und Sie können das Museum in einem virtuellen Panorama erleben. Sie können sich dort rundherum bewegen. Sie können in jede beliebige Richtung gucken, wenn Sie mögen, auch zur Decke oder zum Boden. Es ist also ein ganzes 360-Grad-Panorama. Und wenn Sie hier auf Plus und Minus klicken, dann können Sie auch noch näher an Objekte oder andere Dinge, die Sie interessieren, heranfahren. Um wieder zum virtuellen Rundgang zu kommen, schließen Sie das Fenster einfach mit einem X. Sie können dann weiter durch das Museum gehen, finden noch Informationen zu typisch ägyptisch, zur Ikonografie und zur Stilistik und auch ein weiteres Panorama. Ganz zum Schluss finden Sie den Kopf unseres Löwen. Wenn Sie dort draufklicken, dann bekommen Sie ihn als 3D-Scan und auch den können Sie mit gedrückter Maustaste sich in alle Richtungen bewegen und ganz genau anschauen. Auch hier verlassen Sie das Fenster wieder mit einem X. Wir haben in diesem virtuellen Rundgang Ihnen zunächst nur den ersten Raum bereitgestellt, aber seien Sie versichert, die anderen Räume werden bald folgen. Schauen Sie also immer mal wieder auf unserer Homepage vorbei und wir hoffen, dass wir Sie bald wieder in Person bei uns im Ägyptischen Museum begrüßen können.